Achtung! Zuwendiges Interferenz. Wir begrüßen auf der Klaus-Störtebecker zu unserer einstündigen Hafenrundfahrt. Unsere Fahrt beginnt hier im Wolgast, der Stadthafen. Gegenüber dem Hafen liegt schon die Insel Usedom. Sie ist die zweitgrößte Insel Deutschlands. Mit dem Festland ist sie durch die Wolgaster und die Zecheriner Brücke verbunden. Die Stadt Wolgast ist die nordöstlichste Stadt Deutschlands und eine der ältesten Siedlungen hier an der Ostseeküste. Seine Entstehungszeit vermag heute niemand mehr genau nachzuweisen, urkundlich jedoch wurde Wolgast erstmalig zur Zeit Heinrich des Ersten erwähnt. Als dann den König Harald die Stadt 1257 eroberte, wurden ihr städtische Privilegien verliehen. Ab 1282 gehörte Wolgast auch mal der Hanse an. Die Bad Düben. Sie hat hier einen neuen Anstrich erhalten. Dahinter dann auf Land sehen Sie dann noch ein Minenjagdboot der Kulmbach-Klasse, die MC-59 Weilheim. Sie hat eine Einsatzverdrängung von 645 Tonnen bei einer Maschinenleistung von 6092 PS, aufgeteilt auf zwei Maschinen. Entwickelt sie eine Geschwindigkeit von 18 Knoten. Das sind ungefähr 30-35 Stundenkilometer. Aber hier auf der Peneberg werden nicht nur Überwasserschiffe repariert, sondern auch Unterwasserschiffe. Sie sehen hier als nächstes die U-23 oder S-172, ein Unterseeboot der Klasse 206 mit einer Einsatzverdrängung von 500 Tonnen. Der Antrieb ist dieselelektrisch. Den Strom entwickeln zwei MTU-Motoren mit jeweils 600 PS. Die Geschwindigkeit sind 17 Knoten. Das sind ungefähr 30-35 Stundenkilometer auf. Die Besetzung sind 25 U-Bootfahrer. Die Bewaffnung des Bootes sind von 8 Torpedorohre, kann auch zum Mietenlegen verwandt werden. Des Weiteren haben wir hier auf der Helling noch die Professor Albrecht Penck, ein Schiff zur Universität Rostock gehört, das hier einen neuen Unterwasseranstrich erhält. Alle Schiffe, die hier auf Land liegen, werden mit dem Schiffslift aus dem Wasser gezogen bzw. nach ihrer Instandsetzung wieder zurück ins Wasser gelassen. Der Lift befindet sich hier auf unserer rechten Seite vor der Liegebahn 3.
Die Werft ist mit einem Schienensystem versehen, von der oder zu dem von hier jedes Ende der Werft erreicht werden kann. Also Sie können das Schiff in jede Halle fahren oder auch zu jedem Punkt der Werft. Hinter der Hegemann liegt dann die Meerkatze. Dieses Schiff gehört zur Bundespolizei, besser gesagt zur Küstenwache. Es gehört zu einer Serie von drei Schiffen, die hier auf der Biene ebenfalls neu entwickelt und auch neu gebaut wurden. Der größte Geschäftsfeld der Peenewerft liegt jedoch im Neubau von Containerschiffen, wie wir hier neben uns jetzt die Bernard haben. Sie ist das sechste Schiff von der Serie für die türkische Aker-Reederei gebaut. Sie hat eine Länge von 184 Meter, bei einer Breite von 26 Meter kann dieser 10.000 Tonnen Frachter ungefähr 1.600 Standardcontainer aufnehmen. Schiffe dieser Größenordnung werden hier auf der Peenewerft in der Sektionsweise gefertigt. Die einzelnen Sektionen werden in den Schiffbauern oder auf der Helling vorbereitet und dann hier im Trockendock, was sich jetzt neben uns befindet, zu einem kompletten Schiff zusammengefügt. Sie sehen hier im Dock schon das Mittelteil des nächsten Neubaus. Als nächstes Schiff haben wir neben uns den Werftschlepper Fritz. Das ist eines der ältesten Fahrzeuge hier in der Gegend. Er ist über 100 Jahre alt und immer noch in Fahrt für die Peenewerft. Davor liegt dann die 5-Sterne-Yacht Veneta. Das ist das Schiff des Werfteigners Detlef Hegemann. Zu DDR-Zeiten fuhr die Veneta in Berlin auf den Flüssen und Seen für die damalige Honecker-Regierung unter dem Namen Albin Pöbis. Das brachte die Schiffe auf ca. 37 Knoten, das sind ungefähr 68 Stundenkilometer. Die Außenhaut der Schiffe aus nicht magnetischem Stahl oder Aluminium.